Und es geht weiter. Justin gegen LDT. Ich weiß gerade gar nicht, welches Match das ist. Bitte? Ah, das Viertelfinale des Loser Brackets. Noch recht ausgeglichen. Ja, das ist ein Rematch. Das haben wir schon mal gesehen in Pools. Justin hat 2-1 gewonnen. Es war eine sehr knappe Sache. Also muss überhaupt nicht genauso ausgehen. Also es könnte in beide Richtungen gehen. Aber hier Justin über Belcampo. Auf jeden Fall schon mal eine gute Leistung von Justin. Genau, dann auch so. Oh, und weggepokt. Okay, erster Stock also hier für Justin. Aber direkt wieder ausgeglichen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich höre. Ach so, warte mal. Ach so. Ich muss das hier, glaube ich, einmal zumachen. Schon besser. So. Ich habe hier nämlich noch anderes Gedudel gehört in den Kopfhörern. Okay, also, wie sieht's aus? Noch untouched, zweiter Stock und, oh, okay, gut getimed. Einfach mit dem Upsmash. Also ich habe hier schon heute ordentlich Gameplay mit dem Upsmash gesehen von Justin. Auch schon ein Shield Break. Ist da auf jeden Fall ziemlich gewandt mit. Okay. Ja, also Justin auf jeden Fall patient gerade gegen ihn. Versucht da irgendwie, ein Loophole, genau sowas meine ich. Also, ziemlich nice. Gerade einfach unter dem Arcfire durchgedasht, um da einen Kill zu finden oder einen Hit. Ja, genau, die Upbeat kann man auf jeden Fall auch gut einsetzen. Schnell, wenig Lag, um einfach mal eine Gap zu closen. Gut, also inzwischen beide auf dem letzten Stock. 100% reicht auf jeden Fall aus. Könnte bald ein Kill passieren, aber auch schon auf beiden Seiten. Oh, okay, die Back Air. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Option, gerade an der Edge. Wie man gesehen hat, ungefähr bei 100 schon gekillt. 116. Mhm. Und damit auf jeden Fall der erste Win hier gerade für Justin, der ja schon bald in der Top 4 sein könnte. Das könnte auf jeden Fall, das wäre ein sehr gutes Showing. Diesmal auf jeden Fall anders seeded. Third Seed war das, glaube ich. Gut, wir bleiben bei den gleichen Charakteren. Wir gehen auf Sora's Stage. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Okay, also da ist noch relativ wenig Damage bei rausgekommen. Das hätte richtig schlecht sein können für Splash Mage. Ist ja gerade noch mit 80%, schafft es aus der Luft zurückzukommen, macht ein bisschen Damage und jetzt gerade eine Edgeguard-Situation, mal gucken. Ja, oh, das ist so schwer da rauszukommen. Ja, und zieht damit den ersten Stock.
knapp 60%, also auch relativ guter Lead. Oh oh, okay, Rolle diesmal. War die korrekte Option in der Situation. Okay, bisschen abzwacken. Okay. Ja, okay, weggesniped. Schafft es hier so, den Ausgleich zu erzielen, aber 60% muss er schon aufpassen auch. Nice. Okay. F-Tilt-Tipper. Ja, Moment. Macht Justin das auf jeden Fall sehr gut. Hat immer eine entspannte Lead, also 55%. Mhm. Oh, und das sind 4 von den Teilen. Okay, was sehen wir jetzt hier? Okay. Oh, und ja, das ist nicht. Das ist schon kritisch gerade. Kommt hier aber on stage wieder. Splash Mage braucht hier ein Opening. Hat auf jeden Fall das Zeug, hier gerade mit 2 Attacken zu killen. Sidebeat trifft auch seltener als sonst. Normalerweise so viele Sidebeat into Up-Air oder Up-Smash-Kills. Okay, Thoron ist weg. Okay, jetzt gerade mal eine ganz gute Situation für Licht des Tages, aka Splash Mage. An dem Namen habe ich mir heute schon so oft die Zunge gebrochen. Splash Mage, oder? Ja. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß nicht. Ja, das ist komisch zu sagen, ne? Ja, aber es ist, glaube ich, so eine Yu-Gi-Oh!-Karte. So ein Link-Monster. Hm. Okay. Ja, okay, er wählt den Damage. Baby-Damage. Okay, der Down Smash. Gut, das ist schon das 2-0 hier gerade für Justin. Wäre das Pools, wäre es damit auch getan. Aber wir sind hier gerade im Losers Quarterfinals in der Top 8. Das heißt, wir sind hier bei Best of 5. Und eine Chance hat Splash Mage hier noch. Er muss aber das nächste Game gewinnen. In der Tat. Gut, wir gehen in Game Nummer 3. Mal schauen, ob das Ganze noch knapp wird. Oder ob hier Justin das Ganze entspannt nach Hause fährt. Okay, wir sehen hier... Splash Mage versucht seinen... seine Distanz zu wahren, aber wird schon in eine unschöne Situation gezwungen hier gerade von Justin. Backer vielleicht? Nein. Schon zu viele Prozente. Okay. Oh, und ja, die sind halt am kritischsten. Also, das ist so die große Stärke, die Sephiroth hat. Halt dieses Offstage-Poken, gerade noch, wenn du den extra Flügel hast und damit auch den extra Jump. Das ist sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Aus diesen Situationen. Ja, die Reach ist halt auch einfach ziemlich krass damit, ne? Ja, und auch der Knockback. Also, wenn du offstage bist, es geht sehr, sehr schnell. Und jetzt gerade, ja, hätte er den Jump noch gecatcht, das wäre es wahrscheinlich gewesen, schon fast. Mhm. Okay.
Ja, Justin setzt seinen Charakter gerade sehr gut ein. Ja. Die Range. Predicted gut, wo Splashmage als nächstes ist. Kombos sitzen. Und der macht ordentlich Druck hier gerade mit der Side B auch. Okay, ja. Side B into Up Smash. Easy Kill. Nur schafft Splashmage es, vielleicht noch ein paar mehr von denen zu treffen. Er braucht nicht viele Prozente dafür. Okay, schon mal zwei Fairs. Ich weiß nicht, ob er gegen Justin das letzte Mal... Ich glaube aber schon, dass er gegen Justin im ersten Game Greninja gespielt hat. Ich glaube auch. Ich meine, das war auch on stream. Mhm, ja. Ja, dann hat er Greninja gespielt. Aber womit er halt auch echt nicht gut rangekommen ist, also... Mhm. Oh, und direkt wie, schon wieder so ein super Early Kill. Ja. Wieder Side B, wieder ein Smash. Vielleicht ist das ja was. Ja. Aber natürlich jetzt nochmal einen dritten, ne? Ja. 85%, das ist jetzt nicht direkt tot sein. Versucht hier wieder so ein bisschen Distanz zu wahren oder Sephiroth so ein bisschen auf die Plattform zu drängen. Oder zu zwingen. Okay. Oh. Versucht das zu extenden. 33%. Braucht schon noch ein bisschen mehr. Aber nicht viel mehr tatsächlich. Oh. Ja, gerade die Backair so ein bisschen zu schnell. Fast Fault. Oh oh. Okay, und das ist jetzt dann doch nochmal eine scary Situation hier gerade für Justin. Die ist jetzt nicht mehr... Nicht mehr so easy going. Ja. Oh, schon wieder mit die Dash Attack. Der Dash Attack, die Attacke avoided. Oh, und er geht hart nach unten. Oh, niemals. Okay, ich dachte schon, das killt. Das habe ich noch nie gesehen, dass der Downtilt dann so komisch an die Edge drückt. Und okay, das 3-0 hier von Justin. Sehr dominant. Wurde am Ende nochmal knapp, ja. Aber souverän. Souverän nach Hause geholt.